Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir haben den Vegas Strip vor Augen. Aber zunächst wollte ich einfach mal hier noch ein bisschen rumlaufen in dem Gebiet. Ich weiß, es sieht hier irgendwie so aus, als wäre hier noch einiges möglich. Wir haben Veronica dabei, das ist eine junge Dame von der Stählernen Bruderschaft zu erkennen an ihrem speziellen Armreif, den sie da umhat und an dem Rahmen. Ach, guck mal. Jetzt ist der Strip wieder beleuchtet. Komisch. Erst war es, dann war es wieder nicht. Vielleicht gibt es ja tendenzielle Stromausfälle beim Strip. Denn wir wissen ja, wir waren ja diejenigen, die den Strom da überhaupt oder die Stromversorgung erst wieder eingeschaltet haben. In der näheren Umgebung. Was waren das gerade für Geräusche? Alter, diese Musik, ne? Okay, wir gehen erstmal zu der Tankstelle da drüben. Kleine Zwischenspeicherung. Und dann mal schauen, was es hier noch gibt. Hallo? Hallo? Gar nichts, wie es aussieht. Kommen wir da rein? Ne, da kommen wir nicht rein. Hier ist auch nichts. Komplett verlassen, komplett leergeräumt alles. So, da hinten ist der Strip. Hier sind noch verschiedene kleine Häuschen. So ein bisschen vorstadtmäßig ist das hier. Ach, das ist das Rapcon-Hauptquartier. Okay, die Roboter machen uns aber nichts. Hallo. Wie kann ich Ihnen dienen? Hallo. Ein nettes kleines Robotischen, ne? Da geht's die Treppe rüber, da gehen wir auf jeden Fall gleich lang. Ich würde aber gerne erstmal ins Rapcon-Büro. Und dann mal gucken, was uns hier erwartet. Hier wurde auf jeden Fall schon wild geschossen. Hier wurden Raider getötet. Nee, Mikrofusionszellen und Plasmagewehr, finde ich gut. Jetzt wurden Splittergranaten. Das ist doch super, wenn man einfach nur zum Abräumen kommen braucht. Finde ich gut. So, Leute, wir können das Plasmagewehr gerade mal reparieren. Zack. Hallo. Hi. Beachten Sie, dass die Besuchszeiten von 10 bis 17 Uhr sind. Bitte zeigen Sie Ihre Identifikationskarte vor oder verlassen Sie das Gebäude. Hehehe. Wie kann ich Ihnen dienen? Willkommen zurück. Sind Sie an einer Tour durch das Rapcon-Museum interessiert? Oder haben Sie eine Frage? Ja. Ich beantworte. Ich weiß nicht, müssen wir unsere Karte jetzt vorzeigen oder können wir... Ich weiß das ja nicht. Oder dürfen wir jetzt einfach hier durchlaufen? Ich mach mal gerade eine Speicherung. Plasma, wie bitte? Wartet mal, liebe Rocketeers. Was ist denn das? Ein Trio von Zylindern, das gar kein Trio von Zylindern ist. Diese Behälter enthalten, was einige Wissenschaftler Plasma nennen. Könnt ihr auch Plasma sagen? Rapcom schaut immer in die Zukunft und zukünftig müssen wir uns keine Sorgen mehr um Strahlung, Gesundheitsrisiken oder Zivilklagen machen. Wenn wir neue und verbesserte Brennstoffquellen benutzen, um unsere Raketen ins All zu schicken. Klarstellung: Zylinder und Plasma sind falsch korrekte Bezeichnungen der Ausstellungsstücke, sowohl laut Definition als auch laut geltender Auffassung vieler Wissenschaftler. Ja. Machen wir jetzt hier unsere eigene Museumsführung. Was ist das denn? Ein langweiliger Stab? Nicht ganz, liebe Rocketeers. Dieser langweilige Stab hat einmal Rapcons alte, atomgetriebene Rakete mit Energie versorgt und enthält noch harmlose Spuren radioaktiven Materials. Versucht doch einmal als einfache Übung, den Stab anzustarren und das typische Leuchten zu sehen. Auch wenn dieser Schaukasten bleiverkleidet ist, eine übliche Maßnahme, die nicht nur für diesen speziellen Kasten gilt, bitten wir doch sehr darum, zu nahes Herantreten, Berührung oder zu langes Betrachten dieses Ausstellungsstücks zu unterlassen. Gehen Sie weiter und schauen Sie sich den Rest des Museums an. Vielen Dank. Ich komme mir ein bisschen blöd vor, wenn ich das so vorlese. Vor allem ist ja hier nichts. Gut, hier ist Plasma, das ist schon okay, aber hier ist ja nichts. Oh, was haben wir denn hier? Hier gibt es so viel zu entdecken. Achtung, fertig, Start. Nötigt eure Eltern doch zu einem kleinen Ausflug nach Süden, wo ihr die einziehbaren Kuppel der Rapcon-Raketenanlage, nicht maßstabsgetreu, bestaunen könnt.
Ihr habt vielleicht schon viele wilde Geschichten über Raketenflüge und ihre Auswirkungen auf nahegelegene Dörfer und Gemeinden gehört. Rapcon ist allerdings der Meinung, dass es für die Erforschung des Alls kein Preis zu hoch ist. Ihr wollt doch irgendwann auch mal ins All, Rocketeers, oder? Die Aussage ist rein im übertragenen Sinne zu verstehen und nicht als Beweismaterial vor Gericht zulässig. Ist das nicht diese... Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. Was? Habe ich das falsch gemacht? Okay, schauen wir noch nicht. Ah, das sind diese Raketen, mit denen wir die Zombies ins All geschickt haben. Und das war in diesem Gerät hier. Da waren wir ja ganz vor ein paar Folgen noch gewesen. Grüne Bohne. Boah, das ist mir jetzt zu viel. Ich klicke das alles mal an. Und ihr könnt euch das durchlesen. Und, also einfach Pause machen und durchlesen. Und dann passt das ja auch. Wie gesagt, ist mir gerade... Sie wurden gewarnt. Bitte verlassen Sie das Werksgelände. Sonst muss ich annehmen. Ich gehe ja schon. Ich möchte ja nur noch mal kurz... Ach, Manno. Das ist gerade so interessant gewesen. Ich gucke hier gerade noch mal kurz rein. Ah ja. Wie kann ich Ihnen dienen? Mit noch gar nichts. So, ich guck mal hier. Bäh. Ich glaube, wir gehen besser. Oh, nee, da will ich nicht rein. Nein. Besser nicht. Wo kommen wir denn nochmal raus hier? Ah, da hinten. Sehr gut. So, nichts wie raus und weg dann. Wer ist denn das? Ach, du bist das. Hallo. So, dann würde ich mal sagen, Hallöchen. Wir gehen jetzt mal besser, bevor wir hier jetzt auch noch... unsanft irgendwie rausgeschmissen werden. Das will ja kein Mensch. Da, guck mal, da haben wir noch ein Haus. Gucken, was wir da machen können. Zum Bahnhof. Hey. Wieso steht Veronica eigentlich immer vor uns? So, das Radio machen wir erstmal aus. Es gibt noch einen Sender. Vorkriegsgeld. Veronica, Aschenbecher, Vorkriegsgeld. Aha. Eine Arzttasche. Hey. Kernspaltungsbatterien sind zu schwer. Können wir die mitnehmen? Eine Kamera können wir auch nicht mitnehmen. Ein Nuka-Cola-Automat, der aber nicht mehr funktioniert. Da geht's wieder nach draußen, da geht's wieder nach drin. Wir waren da hinten in der Ecke noch nicht. Aber hier gibt es auch nichts. So. Dann wieder schnell hier raus. Hier gibt's ja jetzt nicht so viel gerade, ne? Ist jetzt nicht so interessant. So, was haben wir da hinten? Da geht's noch nach oben, da kommen wir ja gerade her. So, hier ist auch noch ein zerstörtes Gebäude, da können wir auch nichts mehr machen. Wo sind wir hier? Ich mache eine kleine Zwischenspeicherung. Was haben wir dort hinten? Sieht irgendwie gefährlich aus. Sind das Feinde? Yep, das sind Feinde. Hallo. Ein Unhold. Ein toter Unhold. Was zur Hölle? Hey. Haben die irgendwas dabei? Die Klappe. Boah. Treffer versenkt. So, wen haben wir denn hier? Elektro-Akku, RCW-Laser. Alter. Den will ich haben. Die leeren Elektro-Akkus nehmen wir auch einfach mal mit. Auch wenn wir sie uns eigentlich gerade nicht erlauben können vom Tragen her, die Waffe. Sieht irgendwie krass aus. So, Mikrofusionszellen nehmen wir gerne mit. Was ist das für ein Lagerhaus? Boah, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir zum Strip kommen. Verlassener Lagerraum? Ich wollte gerade sagen, der ist doch niemals verlassen. Hey. Ach, das ist schon wieder Veronica. Mann, wie die mich immer angrinst. Hallo. Hallo, ich bin... Okay, hier geht's wieder nach draußen. Ich wüsste aber gerne, ob es hier drin noch irgendwas zu tun gibt. Ist das Barilla-Kisten? Kisten, Kisten? Hier gibt es sonst nichts? Ne, irgendwie nicht. Gucken wir uns hier zwischen noch mal ein bisschen um. Ich hoffe mal, hier springt uns nicht gleich irgendwas an. Hallo. Hey, Kühlschränke. Nichts. Verdammt.
Nee, also hier ist auch nichts. Da oben ist noch eine Tür, da könnten wir noch reingehen. Das machen wir gerade mal. Ich pack mal die Waffe weg, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Hallo. Was? Können wir nicht öffnen, die Tür? Na toll. Toll. Das finde ich jetzt aber nicht lustig. Das finde ich nicht lustig. Gut, dann können wir hier wieder rausgehen, dann gibt es ja hier nichts. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Da musste ich einen kleinen Cut machen, aber das ist nur bedingt ein Problem gewesen. Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir sind immer noch auf dem Weg hier mit Veronica zum Strip. Zum Vegas-Strip. Ich weiß nicht, ob wir da jemals lebend ankommen werden. Was ist das da hinten? Das sind riesige Feuerameisen. Das ist extremst ungeil. Ich habe... Eigentlich habe ich nicht so wirklich Lust, da hinten hinzurennen und mir die zu holen. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich... Ich muss gerade einen Ton auf meinen Ohren ein bisschen lauter machen. Auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich auch keine andere Wahl. Ich würde nämlich gerne wissen, was da hinten in der Scheune ist. Alter, sind die groß. Willst du mich verarschen? Boah, sind die riesig. Hilfe! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die nicht besiegen können. Oh. Okay. Gut, dass das jetzt nur einen Schuss benötigt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Alter. Veronica. Wie die halt einfach abgeht, ne? Krass. So 8 Kronkorken, da haben wir hier noch so eine Peinstachelrüstung, die brauchen wir nicht. Hallo Veronica. Warst du mal wieder beim Zahnarzt? Das sieht ja übel aus. Hilfe. Wo? Guck die so. Hier ist noch irgendwo so ein Vieh. Ich glaube, ich denke mal da drin, ne? In der Scheune. Die mich übrigens extremst an Walking Dead erinnert. Hallo! Also sieht das ekelhaft aus. Oh. Veronica hat gerade die Ameise geköpft. So, wie heißt die Ortschaft, die wir jetzt hier gerade entdeckt haben? Warte mal, da muss man gerade schauen. Da habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt, beziehungsweise es wurde auch gar nicht angezeigt. Weltkarte. Und das ist, wo sind wir? Wir sind am Ameisenhügel. Ja, ergibt Sinn, ne? Was ist das? Nein, ich will da nicht rein. Lass mich wieder raus. Erstmal. Ich muss mich da erst mental darauf vorbereiten und außerdem muss ich erstmal gucken, dass wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Was haben wir hier? Hier haben wir Knochensäge und Hockeymaske und all so ein Kram. Und hier sind Munitionskisten. Sehr schön. Mit Splittergranaten, die wir sowieso nicht mitnehmen können oder bald nicht mehr tragen können. Und ein Elektroakku, Altmetall. Und was haben wir hier noch? Patronen und noch mehr Elektroakkus. Das ist schön. So, hier können wir einmal quer übers Land gucken. Ich überlege nur gerade, wo war denn jetzt der Vegas-Strip? Ach, da hinten war der, genau. Gut, wir sind jetzt also quasi gerade im Randgebiet vom Vegas Strip. Und ich überlege gerade, ob wir hier reingehen sollten. Wir können ja mal gucken. Aber eigentlich finde ich es hier drin jetzt nicht so geil. Ich habe bei Skyrim schon immer die Spinnenhöhlen und sowas gehasst. Und ich weiß eigentlich, dass es nicht so ist, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass hier gleich so eine Ameise irgendwo, was weiß ich, mir ins Gesicht springt oder sowas. Da kriege ich hier einen halben Herzinfarkt vor dem PC. Das ist eine kleine Ameise. Aber auch ein ziemlich großes... ziemlich großes Gebiet gerade. Hallo. Ich will nichts von euch. Das hasse. In solchen riesigen Höhlen dann auch noch solche Gebiete hier, so riesige Höhlen, einfach so riesige Räume. Ich habe Angst. Lasst mich in Ruhe. Was? Achso. Was ist das? Oh.
Königin der Riesenameisen? Was? Was? Veronica, lass mich zurücklaufen. Alter. Schubst die mich noch fast in die Ameisenkönigin rein. Boah, wie sollen wir die denn besiegen, bitte? Also mit Feuer brauchen wir da, glaube ich, nicht ankommen. Oh, oh. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Es wird... Nein. Die hat Veronica getötet. Oder? Nein. Ach, sie ist nur bewusstlos. Okay. Gut, das heißt, sie lebt ja noch. Na, komm schon. Boah, es ist viel riesig. Das Gute ist, aber die kommt hier nicht hin. Na, komm schon. Steh, du fettes Vieh. Sieh mir in die Augen, wenn ich dich töte. Bam! Okay, Veronica. Du darfst wieder aufstehen. Ach, da ist er ja schon wieder. Grüß dich. Ja, du hast das ja gut gehabt hier, ne? Du hast ja einfach gepennt, während ich gegen die Riesenameise gekämpft habe. Schön. Freut mich, Veronica. Freut mich, wirklich. Dass es dir gut ging, während ich die Ameisenkönigin platt gemacht habe. Das ist toll. Aber das Vieh hat ja nicht mal irgendwas dabei gehabt. Heißt das jetzt, es war total sinnlos, dass wir die getötet haben, oder was? Das kann es doch aber auch nicht sein. Hier muss doch irgendwo noch eine Kiste oder sowas sein. Ich, gut, ich meine, die wird jetzt nicht unbedingt die besten Hab und Seligkeiten haben, die Ameisenkönigin, aber irgendwas muss doch hier noch sein. Ich verstehe ja das nicht. Warte mal, lokale Karte. Hier ist aber auch sonst... Ne, hier ist nichts mehr. Na gut, wir haben ein paar Erfahrungspunkte gemacht, das ist das Einzige, aber sonst... Ja, hätte ich da schon ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Wenn dem nicht so ist... Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Dann gehen wir wieder. So, gehen wir hier raus, zack. Gut, war ein kleiner Dungeon, haben wir mitgenommen. Kann man mal machen, ne? So, hier, ich denke mal, die ganzen Kühe, die ganzen Brahmins sind einfach gestorben, weil die Ameisen halt hier durchgefegt sind. Schätze ich jetzt einfach mal. Und oben wieder die Information, dass wir immer noch gekleidet sind wie ein RNK-Mitglied. Alles klar. So, da hinten haben wir noch ein Gebäude. Und hier halt diese, ja, Art Vorstadt oder sowas. Waren wir hier schon? Keine Ahnung, ob wir da hingehen sollten, ob wir da hingehen wollen. Ich weiß es nicht. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, wenn wir das... ich das auf den ersten Blick so richtig sehe. Ich speichere gerade nochmal. Und dann schauen wir mal, dass wir uns vielleicht mit den Unholden anlegen. Ah, da kommt doch schon der Erste. Da kam auch schon der Erste. Das reicht fürs Erste. Ja, ich denke auch. Die irrt jetzt ziemlich kopflos durch die Gegend, glaube ich. Lustig. Lustig. Kommen wir hier rein? Nee. Wir bräuchten auch dringend mal einen Ort, wo wir vielleicht unseren Stuff mal verkaufen könnten. Nein, es heißt nicht mehr Kram, es heißt jetzt Stuff. Oh yeah. Was haben wir hier noch? Da haben wir... radioaktive Kisten und irgendein Loch, wo das ganze Zeug reingeschmissen wurde. Du schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wo seid ihr denn? Zeig dich! Alter, ich will auch so eine Faust haben. Und die ist bestimmt nicht nur gut, um irgendwelche Köpfe abzuschlagen. So, wo ist er denn? Ist das da hinten voll das Gefecht gerade und wir kriegen das nicht mit? Eine Karawanenschrotflinte, mit der wir vielleicht unsere reparieren könnten. Genau so ist es. So, das hat sich für mich da hinten gerade wie eine riesige Schießerei angehört. Jetzt ist plötzlich nichts mehr los. Ich speichere mal gerade. Wen haben wir denn da hinten? Ein RNK-Soldaten. Finde ich gut. Ich schätze mal, der hat Unholde oder sowas getötet. So, was haben wir hier noch? Gebäude des
Bassin Creek wahrscheinlich, ne? Weiß ich, wir gehen aber mal rein. Kein Plan, was hier gleich passiert. Ich hoffe mal, wir sind alleine. So, tut mir sehr leid, Luca Cola, das müssen wir mitnehmen. Da müssen wir 5 Gewicht irgendwie loswerden. Ein graviertes Feuerzeug. Oh yeah. Was haben wir hier noch so? Schlüsselanhänger müssen wir auf jeden Fall behalten. Ameisennektar. Ja, auf der einen Seite denke ich mir halt, gut, das ist vielleicht ein bisschen was wert. Auf der anderen Seite glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran. Was haben wir hier noch? Dandyboy-Äpfel, Feuer-Ameisenfleisch. Lassen wir auch mal ein paar fallen. So. Besser ist, nicht? Besser ist. So, jetzt können wir nur da hinten durch die Tür gehen. Was haben wir hier noch? Einen leeren Aktenschrank. Was ist das für ein Geräusch? Was sind das für Viecher? Ach, Veronica. Oh. Das sind tatsächlich Ameisen. Das ist ja schön. Ja, du machst das schon, ne? Ja, du machst das schon. Oh. Dann kommt noch eine. Ach nee, das war jetzt eine Kakerlake. Okay, Ameisen-Ei, Ameisen-Fleisch. Brauchen wir beides nicht. Boah, das hört sich gerade nach so vielen an, dabei ist das wahrscheinlich nur eine. Hier hinten ist noch eine Kakerlake. Schön. Fühltreffer. Ah ja. Hallöchen. Toll. Weißt du, da bin ich jetzt mal geizig. Muss man ja in solch traurigen Zeiten sein. Alter, ein RCW-Laser. Was ist das nochmal für ein Teil gewesen? Alter. Geil. Moment. Wo ist denn... Wo ist denn der Superhammer? Da ist er. Hey. Hier drin? Nein. 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 Hat sich gerade so angehört, dass das hier drin irgendwo wäre, dieses Zischen. Ah, hier ist das. Guck mal, hier gibt es noch fließendes Wasser. Und es wird einfach so in die Erdumbahn, ja. In die Erdlaufbahn geschossen. Traurig, wirklich traurig. So, was gibt's hier noch? Hier gibt's noch die... Ah, hier ist eine verschlossene Tür, das finde ich gut. Ein... Klick. Hallöchen. Was haben wir da? Ein Skelett. Ein kaputter Klappstuhl. Bücher, Bücher, Bücher. Eine Blume. Ganz wichtig, eine verwelkte Blume. Was haben wir noch? Noch mehr Bücher, die vermodert sind bis nach Pakistan. Was haben wir hier? Kaffeetassen, Sunsets, Asparilla. Nö. Ist jetzt aber auch nicht so viel hier drin gewesen, ne? Ich hätte jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Hier geht's auch nicht lang. Ja, und hier hinten rein kommen wir nicht. Das heißt, im Grunde genommen gibt's hier nichts mehr für uns. Ich dachte, vielleicht da oben sieht es so aus, als ob man da reinkommen würde, aber da kommt man auch nicht rein. Wir gehen mal wieder raus. Wenn es hier sonst nichts gibt für uns, dann ist das ja auch, wurscht. 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 So, wir laufen mal nicht über die Hauptstraße, wir laufen mal hier hinten rum. Weil, Banane. So, da haben wir RNK. Und da hinten einen unholden Boy. Mehrere unholde Boys. Boys and Girls. So, RCW-Laser. Hilfe! Alter, wo haben die denn diese Megawaffen her? Was ist los mit den Leute? Kann man, dass ich den null Schaden mache? Okay, das macht denen echt null Schaden. Toll. Was hatte ich denn vorhin? Ne, das war es auf keinen Fall. Das Jagdgewehr. War das das Jagdgewehr, was wir hatten? Ja, gerne selbst beim Bluten zu. Ja. Das gibt's weg. Die Klappe.
Lass mich in Ruhe. Gleich fürs Erste. Ein Lasergewehr. Was macht das für einen Schaden? 9. Dein Ernst? Dein Ernst? Elektroakku. Püree. Oh, noch ein Laser. Cool. Warte, ich komme. Ich komme. So. Akku. Lasergewehr. Cool, dann können wir die ja richtig schön hocharbeiten, die Waffe. Finde ich gut. So. Wie schaut's aus? Joa, sieht gut aus. Wie viel Schaden machen die eigentlich? Weil jetzt gerade bei denen hat es ja nicht so viel Schaden gemacht. 8 Schaden gerade mal, okay. Das ist in der Tat ein bisschen enttäuschend. Ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet, aber naja gut. So ist es halt nun mal im Leben. Was haben wir jetzt gefunden? Die Pumpstation West. Und ich würde aber mal sagen, in der nächsten Folge betreten wir dieses Gebäude hier, die Pumpstation West. Und ich schätze mal, dass wir da auf weitere nette Leute von den Unholden, vom unholden Volk treffen werden. Schauen wir einfach mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Wir laufen geradewegs zu auf die Hauptstadt, auf den Vegas Strip. Und dann können wir schon bald Benny im Top stellen. Und ich bin sehr gespannt, was dann passieren wird. Die Story treiben wir weiter voran. Nebenaufträge haben wir im Moment nicht so viele, beziehungsweise wir können ja gar nicht alle erledigen, die wir haben. Aber gut, das wird sich dann nach und nach alles noch klären. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal in die Pumpstation West. Bis dahin.